sie darauf kontern, weil Barty hatte bis jetzt das Talent, in jedem Team irgendeinen Hard-Counter zu haben auf die Idee. Das ist das Faszinierende bei ihm. Ja, aber wir müssen bedenken, es sind jetzt auch alles Teams, die overall ganz gut funktionieren. Mhm. Und auch immer einige Optionen in der Hinterhand haben. Das werden wahrscheinlich beide auch haben, wenn sie so weit nicht kommen. Mhm. Und gerade Barry kennt jetzt halt dadurch, dass er den Stream verfolgt hat, Barzis Team. Die Frage ist halt, hat Barzi sich umgehört? Ja, das könnte ich mir halt vorstellen. Das ist so eine Frage. Wir sehen das Ganze hier aus Barrys Sicht. Übrigens, ab jetzt Kämpfe, wie man unten sieht, Best of Three. Ja. Das bedeutet... Ihr habt uns jetzt bis zu 3 Kämpfer an der Backe. Ja. Das bedeutet nämlich, wer das erste Mal 2 Siege hat, also als erster 2 Gewinne hat, 2x 6 Pokémon besiegt hat, gewinnt. Ja. Es kann aber auch darauf hinauslaufen, dass auf beiden Seiten ein Sieg ist und dann dauert das Ganze. Richtig. Deswegen haben wir zeitechnisch übrigens auch ein bisschen was eingeplant. Wir haben eingeplant, dass das Ganze hier bis ca. 10, 11 Uhr gehen kann. Stimmt. So. Jetzt halt erstmal. Wir hatten ja schon so ein paar Matches jetzt gesehen, die ein bisschen gedauert haben. Ja. Unter anderem das letzte von Barzi. Jetzt übrigens die Teams. Also. Ja. Wir sehen bei Barry ein Quajutsu, ein Visaflor, ein Despotar, ein Magierna, ein Demeteros-Tee und ein Mew. Mew auch sehr schön. Mhm. Bei Mew mag ich die Flexibilität. Mew kann natürlich alles sein in dem Team. Das ist ja auch der Grund, warum es tatsächlich in der GPL gebannt ist, weil man einfach nie weiß, was auf einen zukommt. Eben, und die GPL bannt eigentlich nichts. Ja. Deswegen, also ich mag das Mew. Allerdings muss man in so einem Turnierformat jetzt auch aufpassen, wie man es spielt, weil man hat keine Möglichkeit, das nebenbei mal eben umzustellen. Na klar. Bevor ich unglaublichen Respekt habe, ist, dass wir zum ersten Mal Sandsturm als Wetter sehen. Ja, das ist guter. Oder es wird mit Sandsturm gespielt. Das ist auch möglich. Das wird aber niemand tun. Das würde ich so nicht sagen. Wenn du es im Team gut als Support brauchen kannst, dann ist so eine Anspannung auch nicht verkehrt. Aber generell hast du eigentlich eher was vom Sandsturm. Hm. Wenn natürlich dein Team jetzt auch selber Sandsturm schwach ist, macht es auch wieder Sinn, die Anspannung zu spielen. Ja. Mir fällt auch gerade wieder auf, Sandsturm ist vielleicht keine so gute Idee, sogar im Team zu haben, wenn du einen Mega vor dieser Floor hast, was die Synthese hat. Ja. Richtig. Also er muss aufpassen, dass er sich nicht selbst im Weg steht. Ja, genau. Und wir sehen jetzt hier Lead-Matchup Bloomy gegen Desfrosh. Desfrosh ist übrigens eine herrliche Anspielung. Wer sie versteht, darf ich einen virtuellen Keks nehmen. Du bekommst keine, offensichtlich. Nein. Uralte Yu-Gi-Oh!-Karte. Ja, ich habe vorhin schon mitbekommen, dass es wohl Yu-Gi-Oh! Ist, aber nein. Ich habe mit Yu-Gi-Oh! Nie was am Hut gehabt. Schande. So, Quajutsu geht hier direkt raus, während Mega Visaflor sich erstmal megaht und dann was raushauen will. Ist jetzt die Frage, was? Ich denke, es kommt irgendein klassischer Coverage-Move, um einfach möglichst viel abzudecken. Ja. Spinudi ist hier natürlich eine sehr gute Wahl, weil der Egelsamen und Schlafpuder und sonstiges, was da geflogen kommen kann, einfach abgefangen werden, dank dem Pflanzentyp. Und jetzt warten wir hier halt. Jetzt haben wir halt vor allem 2 Walls da stehen, die sich nicht viel machen können. Das würde ich so gar nicht sagen. Mega Visaflors Spezialangriff ist unglaublich gut. Und der Tangolos, die Matschbombe nicht sehr. Okay, die Matschbombe könnte kommen, aber... Richtig. Die Matschbombe würde auch ordentlich Schaden machen, aber Barzi hätte Spinudi, glaube ich, nicht reingewechselt, wenn er nicht wüsste, was er hier tut. Ja. Wir dürfen, glaube ich, inzwischen auch über Movesets und sowas reden, weil inzwischen sind die ganz klar. Jetzt sehen wir erstmal Hitzi-Spritzi. Ja, Hitzi-Spritzi kriegt jetzt hier den nächsten Egelsamen ab, weil der Switch-Out da offensichtlich gut predicted war. Er war offensichtlich mal nötig. Ja, es hätte aber auch genauso gut jetzt halt die Matschbombe kommen können, die offensichtlich war eigentlich und mit Hitzi-Spritzi hätte gut abgefangen werden können. Es war auf jeden Fall eine gute Prediction von Barry. Er hat sehr, sehr gut seinen Gegner lesen können. Ja, vielleicht auch, weil Barty etwas sehr offensichtlich gehandelt hat. Ja, auf der anderen Seite sind die zwei aber auch zwei, die den eigenen oder die den jeweils anderen Spielstil auch schon einigermaßen kennen, weil das, glaube ich, nicht das erste Mal ist, dass die gegeneinander spielen. Mhm. Oder zumindest nicht das erste Match, was sie vom jeweils anderen sehen. Entsprechend muss man halt auch immer sehen, wir sind jetzt in einer Höhe im Turnier angelangt, sage ich mal, wo auch die Mindgames sehr rauskommen. Ja, und wo Risikospielen halt auch weniger Spaß macht, weil es steht zu viel auf dem Spiel. Ja, richtig. Deswegen denke ich, wir werden sehr, sehr viele sichere Plays sehen. Sofern sie denn möglich sind, ja. Und hier kommt Meissin wieder rein und der Lavasturm trifft und trappt jetzt natürlich das Quajutsu. Es gibt Schlimmeres, was der Lavasturm abbekommen kann, seien wir ehrlich. Ja, das stimmt. Wäre zum Beispiel Visafloid getrappt worden, hätte das da böse was passieren können. Das hätte der Tod von Visafloid sein können.
Das hätte definitiv der Tod von Visaflor sein können. Das hätte aber auch. Außer es kommt das Erdbeben. Ja, es hätte aber auch ein potenzieller Setup. Eine Setup-Gelegenheit sein können für Heatran, sofern da was vorhanden ist. Zum Beispiel der Nasty Plot kann man ja auch spielen auf Heatran. Mhm. Habe ich aber lange nicht mehr gesehen. Nee, es ist halt auch einfach dem geschuldet, dass Heatran wahlweise defensiv oder mit Schal einfach am besten spielbar ist. Ja. Und weil, wenn man einfach normal das Ganze auf normaler Geschwindigkeit spielt, sag ich jetzt mal, die Bodenschwäche ist halt leider zu häufig gesehen. Ja. Erdbeben ist einfach die Attacke. So eine Erdbeben-Coverage hast du halt überall mal eingestreut, siehe Visaflor. Ja. Jetzt kommt die Hydropumpe. Die Hydropumpe auf Spinoni, das macht natürlich nicht so viel. Ja. Absehbarer Schaden. Obwohl aber tatsächlich Tangolosses Spezialdefensive auch nicht so bombastisch ist. Also es könnte das tatsächlich Ding hat halt sein, HP. Dass das. Ja, es hat HP en masse. Und es könnte eventuell auch sein, je nachdem wie das Quajutsu halt invested ist, ob das vielleicht ein Wahlglas ist oder sowas, dass dann eventuell auch die Assault Vest auf Tangolos liegt. Das ist ja auch sehr gerne gesehen und auch definitiv sehr viable. Jetzt kommt hier der Switch. Ultron. Schöner Ultron Name. Ist Magierna, ja. Irgendwie passend, eventuell. Gerade wenn man überlegt, wie viel dieses Ding schon zerstört hat über dieses Turnier hinweg. Ja, definitiv. Magierna ist definitiv einer der Starplayer des Turniers. Wenn nicht, würde ich sogar sagen, aktuell der offensive Carry. Ja. Der defensive Carry, der Zerstörer von Ideen, würde ich sagen, ist aktuell Tangolos. Tangolos stand den meisten Ideen bisher in dem Weg. Ja, Tangolos oder halt eventuell auch Tentantle. Tentantle haben wir auch einige Male gesehen. Und es hat eigentlich immer gute Jobs machen können. Und offensiv ist halt ganz klar Magierna. Ja. Das Ding, das Biest, was halt überall durchgeht. Ja. Vor allem damit rechnet man nicht so viel. Eben weil es halt ein relativ schwer zu bekommendes Pokémon ist. Die weite Masse hat es nicht. Ja. Und damit sieht man es halt in vielen Kämpfen im Alltag nicht. Ja. Hier kommt der Bizarro-Raum, was auch eine sehr schöne Option ist. Haben wir auch heute gar nicht gesehen, diese Art von Attacken. Ich glaube nicht. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie es in den anderen Kämpfen aussah. Aber Bizarro-Raum sieht man generell sehr selten. Aber das ist schön, das freut mich. Es kommt mal was Neues rein. Ja. Und hier kommt die Aurasphäre von Ultron. Ist die Frage, ob die jetzt ausreicht oder nicht. Aber ich denke mal, so defensiv wie das Heatran ist. Jetzt ist die Frage, wie viel macht dieser Lavasturm? Wo wir auch wieder beim Thema Defensive waren. Der Lavasturm macht ordentlich Schaden, aber killt halt nicht. Dummerweise ist jetzt Magierna getrappt. Und kriegt auch kontinuierlich Schaden jetzt für, glaube ich, bis zu 4 oder 5 Runden. Ich meine, solange Heatran halt drinnen bleibt. Ja, aber Heatran wird nächste Runde entweder besiegt sein oder rausgewechselt sein. Ja. Aber trotzdem ist Magierna jetzt auf 20 KP runter, was schon echt wenig ist. Da muss nur eine gestreute Prio irgendwo kommen, die ja auch im Trick Room gar nicht mal ineffektiv blöd ist. Solange halt jetzt nicht unbedingt ein Psychofeld oder sowas da ist. Was, glaube ich, nicht kommen kann. Ich meine, wir haben keinen einzigen Tapu in diesem Kampf. In dem Kampf tatsächlich keinen, nein. Auch mal eine Premiere, würde ich fast sagen. Ich glaube nicht Premiere, aber selten. Ja. Das finde ich aber auch sehr angenehm. Wir haben allgemein wenig diese ganz klassischen Sachen haben wir jetzt gerade sogar relativ wenig, die wir dominiert haben, außer Magierna. Ja, wobei, ja, Magierna, Tangolos, Heatran, das sind schon so Sachen, die man jetzt tatsächlich mittlerweile öfter gesehen hat. Aber hier kommt erstmal der entzückende Sternenstoß. Eine wunderschöne Attacke. Eine meiner Lieblings-Set-Attacken vom optischen her. Schmatz. Und weggeschmatzt. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. So in etwa, aber es reicht halt nicht aus, weil Tangolos einfach ein defensives Monstrum ist. Steht halt da, es ist halt Tangolos. Ja, und mit der Belebekraft kann es natürlich, wenn es jetzt rauswechselt, auch nochmal 30% wieder gut machen. Wobei ich persönlich immer noch den Salat präferiere. Den Salat? Ja. Don Salato, das Kleine. Zur Erklärung, Don Salato verfolgt dieselbe Idee wie Tangolos als Tangela mit Evolid. Ja. Und es macht den Job auch sehr gut. Es kann halt dann in dem Sinn nur keine Assault Vest tragen. Aber das macht es auf andere Art und Weise wieder weg. Es hat halt physisch, hält es halt unglaublich viel auf. Ja. Damit ist Magierna auf der einen Seite schon mal raus. Das ist. Jawohl, denn das Erdbeben von Tangolos nimmt Magierna hier aus dem Spiel. Das ist schon mal ein wichtiger Sieg in der Hinsicht. Ja. Eben weil wir jetzt eine schwere Late-Game-Gefahr gerade los sind. Richtig, haben wir ja eben schon erwähnt, Magierna war bisher so häufig der Star-Player in den Matches. Es kann einfach unglaublich gut aufräumen, was bereits angeknackst ist. Ja. Also als Late-Game-Sweeper definitiv sehr zu gebrauchen und in diesem Sinne auch sehr gut für Bazi, dass das jetzt weg ist. Aber es sind ja noch ein paar andere Pokémon da. Da kann bestimmt das eine oder andere auch was gegen Tangolos machen. Ich bin mir absolut sicher, dass das der Fall ist. Wir sehen jetzt hier wieder Blumi mit dem eventuell gefährlichen Matschbomben-Treffer. Die Frage natürlich ist, aus der Range jetzt Tangolos ohne Probleme rausnehmen würde. Wenn er die Frage ist, braucht Bazi Tangolos noch?
Das ist jetzt die nächste Frage, aber ich würde sagen, so früh im Match eine so gute Wall wegzuwerfen, wäre es nicht wert. Barry geht jetzt hier auf den Double Switch wahrscheinlich, erwartet, dass Barzi rausgeht, aber Barzi bleibt einfach drin und drückt Erdbeben. Barzi denkt sich wohl auch, braucht er es überhaupt noch? Ja. Tatsächlich ein guter Play hier. Ein bisschen Chip-Damage auf Fajutsu ist nicht schlecht. Jetzt sind aber natürlich die verdrehten Dimensionen wieder normal. Das heißt, Fajutsu ist jetzt auf jeden Fall schneller. Die Frage ist jetzt, für welches Pokémon ist dieser Bizarro-Raum ausgelegt? Nur für das Magierna oder hat er noch weitere Ideen dafür? Das ist jetzt die Frage. Also Despotar ist jetzt nicht das Schnellste. Oh! Okay. Die Hydro-Pumpe wird knapp überlebt. Der Gigasauger kommt, nimmt die restlichen KP von Fajutsu noch runter. Damit... Und Spinelli steht immer noch. Ja, damit hat Tangolos zwei Pokémon besiegt, steht unglaublich solide da. Das ist schon ganz ordentlich. Auf jeden Fall interessante Plays hier. Das sind auch, was wir eben gesagt haben, das sind riskante Plays, die man eigentlich normalerweise sich nicht erlauben wollen würde. Aber wenn sie funktionieren, dann sind sie sehr gut. Und hier haben wir den Sandsturm. Und mit Despotar ist jetzt die Frage, welche Taktik wird mit Despotar verfolgt? Ist es ein Double Dance Despotar beispielsweise? Also allgemein ein Dance Despotar? Was soll es tun? Ist generell erstmal die Frage, ob überhaupt offensiv oder defensiv. Mhm. Denn Despotar hat da auch sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Gerade auch mit dem Sandsturm, der ja nochmal seine Spezialdefensive erhöht. Wir hatten es ja, als wir das letzte Mal geredet haben mit Xerox. Despotar hat ja eine ähnliche Situation. Diese unglaublich flexible Möglichkeit. Genau. Was ich beispielsweise sehr häufig gesehen habe, ist ein defensives Despotar mit der Assault Vest. Zum es steht auch. Speziell da und stirbt nicht. Ja, aber jetzt hat Despotar erstmal hier Tangolos rausgenommen. Und da kommt Mufasa rein. Mufasa mit dem Bedroher ist natürlich jetzt gegen Despotar keine schlechte Wahl. Es sei denn, dass Despotar, was man auch machen kann, hat ein Ice Beam oder sowas. Mhm, klar. Das wäre jetzt natürlich sehr bitter für Barzi. Mhm. Aber jetzt wechselt es erstmal raus und wird ausgetauscht gegen Dr. Bartfratze. Jawohl. Hallo Dr. Bartfratze. Und die typische Situation, sie starren einander an. Ja. Sehr Marshmallow-Köpfe stehen da. Der Name ist grandios, das muss ich mal so anmerken. Der Name ist halt wirklich einer der Namenswins heute. Allgemein muss ich sagen, ich mag die Spitznamen von Barry. Ja. Barry hat sehr, sehr gute Spitznamen. Meiner Meinung nach einer der unterschätztesten Punkte bei Pokémon im Spiel Spaß. Kreative Spitznamen. Spitznamen müssen immer sein. Ja, machen jeden Kampf unterhaltsamer. Ja, definitiv. Ich glaube, beim nächsten Turnier machen wir als Regel mindestens 4 Pokémon im Team müssen einen Spitznamen haben. Du kannst versuchen, das so durchzuboxen. Ob es durchkommt, ist die andere Frage. Ich bezweifle, dass es durchkommt. Aber es macht es hat halt mit dem Competitive Play an sich nichts zu tun, aber es macht es lockert das Ganze so ein bisschen auf, finde ich. Erstens das und zweitens, seien wir ehrlich, es macht uns als Kommentatoren den Job deutlich einfacher. Deutlich spaßiger vor allem. Das auch. Und zwar auch ohne, dass nur schlechte Punts kommen. Ja. Wobei Best Case sind ja schlechte Punt-Spitznamen. Ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal die Dwemer-Sphäre, die da reinkommt. Herrliches Skyrim-Spiel. Jetzt habe ich Lust, heute Abend wieder Skyrim zu spielen. Goddammit. Dwemer waren irgendein antikes Volk oder die, was, ne? Die Zwerge. Und die hatten halt... Okay, also es ist ein Zwergenkonstrukt, was da steht. Und die sehen halt auch wirklich so aus wie ein Magierna. Oh, schön. Okay. Aber hier kommt jetzt erstmal Visafloor in den Icebeam rein. Der natürlich durch die Speckschicht jetzt auf normalen Schaden. Oh! Da ist der Freeze! Der Freeze! Oh! Oh, wie bitter! Das ist, glaube ich, der erste Freeze, den wir heute sehen und dann so entscheidend. Jetzt. Wir haben jetzt tatsächlich auch die Situation, die du eben angesprochen hast. Wir haben hier Visafloor stehen im Sandsturm, was natürlich mit der Synthese jetzt weniger hochheilen kann. Bekommt jetzt die ganze Zeit Damage. Selbst wenn es auftaucht, wird es also relativ low HP sein. Ja. Und dann wird diese Synthese vergleichsweise irrelevant sein. Ja. Das ist eine unglaubliche große Gefahr, wo sich Barry auch selbst boykottiert hat, wirklich. Da hat er ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Ja gut, der Sandsturm ist halt jetzt auch nicht mehr allzu lange da, aber wer kann denn damit rechnen, dass er jetzt auch noch einfriert? Die Frage ist halt, was hat er für ein Item? Wenn er jetzt den Glattbrocken, heißt das Ding, glaube ich? Ja. Hat, das kann unschön enden. Das kann ein ganz schön langer Sandsturm dann werden. Eben. Aber das wird er nicht tun, wenn er auf die Synthese sich verlassen muss. Oh! Oh, das ist gefährlich. Jetzt wird's böse. Das wird richtig gefährlich. Weil, egal was jetzt... Ich muss aber sagen, das kann ein bisschen cocky werden jetzt. Denn wenn die Blume jetzt aufgetaut wäre und das Erdbeben durchgekriegt hätte, dann wäre es schon echt eng geworden für Magierna. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viel Schaden Magierna wirklich dadurch nimmt. Auf jeden Fall mehr als Hälfte. Mehr als Hälfte ist klar. Aber jetzt mit plus 2 schon. So speziell ist das Ding jetzt nicht mehr tot zu bekommen. Ja, nicht mehr tot zu bekommen ist auch immer so ein gefährlicher Ausdruck. Aber der Freeze will auch einfach nicht auftauen.
Das ist echt bitter. Immerhin ist der Sandsturm vorbei. Kein Glasbrocken, confirm. Das war ja. das viel länger das heißt gewesen. Aber auch, dass die Synthese jetzt wieder viable ist, wieder verwertbar ist. Frage ist jetzt, wie viel macht dieser Eisbeamer-Schaden? Der dürfte ordentlich Schaden machen. Ich meine, es ist verdoppelter Spezialangriff, wenn jetzt... Ja, das ist okay. Raus. Blumi ist raus. Da ist Blumi jetzt leider... Faktisch besiegt. Faktisch besiegt, ja. Und das ist quasi schon ein nochmal freier Boost für Magierna, denn das Seelenherz wird gleich aktivieren. Ich finde halt schade, dass das jetzt im Halbfinale zum ersten Mal so hexentscheidend ist. Ja, vor allem, dass der Freeze halt nicht auftaut, ist nicht bitter. Hier kommt jetzt nochmal Despotar rein, um einfach mit dem Sandsturm und der verstärkten Spezialdefensive den Icebeam abzufangen. Oh! Und hier kommt noch ein Gedanken. Die Prediction. Das ist schön. Jetzt ist die Frage, wenn das Despotar jetzt geschalt ist, ist das egal? Wenn das Despotar schnell ist und ein Erdbeben rauskriegt, dann hat Magierna auch nichts mehr zu lachen. Dann waren alle diese Runden von Magierna verschwendet. Ja. Die Frage ist, willst du jetzt das Risiko eingehen und Magierna rauswechseln? Eben. In Gefahr des Erdbebens. Ja, er holt zurück, das ist safe. Sehr nice. Safe Play. Ich respektiere das, ich wäre drin geblieben. Ich auch. Ich hätte einfach draufgehauen. Ich tatsächlich auch, aber das liegt auch einfach daran, dass man... Feuerschlag, halt der hätte halt nicht mehr gereicht. Nee. Aber man muss dann halt abwägen, okay, ich habe jetzt einen plus 3 Boost, will ich den Boost behalten und dafür riskieren, von einem Erdbeben rausgenommen zu werden? Hm. Oder will ich mir das Pokémon, weil es so wichtig für mein Team ist, sichern? Die Sache ist halt, auch trotz des Switches ist Blumi, also das Floor, trotzdem faktisch raus. Ja. Somit so viel verloren hat er nicht. Ja. Deswegen also dieses. Und Magierna ist halt auch immer noch sehr frisch und kann zu einer anderen Zeit nochmal reinkommen und nochmal boosten. Ich glaube 100% HP. Also ja, nicht mehr angeknappt. Deswegen also. Jetzt haben wir hier wieder das Matchup wie eben: Dr. Bartfratze gegen Mufasa. Auch wieder ein bedrohtes Mufasa. Und eigentlich bleibt jetzt nur die Situation, beide drücken Kehrtwende. Ich finde es halt schauen, wer als erstes rausgeht, wenn es ein Speedtie ist. Ich finde es halt wunderschön, wie was wir mehrfach auf dem Turnier gesehen haben. Und hier kommt die Kraftreserve. Oh. Wahrscheinlich Kraftreserve Eis. Ja, vermutlich. Aber die Frage ist jetzt, hat er Special? Nee, er hat kein Special Investment. Aber hier kommt das Toxin von der anderen Seite. Das ist auch ein guter Freund von mir spielt das Ding sogar mit genügend Special Investment, dass es garantiert killt. Was auch wieder auf das gegnerische Set ankommt. Ja, mit ein bisschen Investment in HP, was dann meinetwegen hier zu Ungunsten des Speed-Investments oder was geht. Aber das ist halt die Sache bei dem Ding. Ja. Landorus T ist unglaublich gefährlich, weil super flexibel. Und ich finde es halt lustig, dass der härteste Landorus T-Check Landorus T ist. Das ist zumindest einer der besten. Mhm. Ja, das haben wir ja mehrfach schon im Turnier erlebt, dass Landorus T eingewechselt wurde, als der Gegner ein Landorus T gemacht hat. Oh, jetzt sehen wir Mew. Mewless. Oh, Mew ist natürlich... Das ist ein defensives Set. Das ist ein defensives Set. Ganz schön wenig Schaden, ja. Das ist ein defensives Mew-Set. Definitiv. Frage ist halt jetzt mit was? Wir wissen ja alle von Mew, es kann jede TM lernen. Es kann jede Attacke lernen, die man irgendwie über andere Wege erlernen kann. Außer... Move-Tutor oder ähnliches. Außer... Danke, Meteor. Ja, weil es kein Drachentyp ist. Das stimmt wohl. Da sind die Überreste. Ja, das ist eindeutig ein tief-defensives Set. Frage ist jetzt defensiv Stall oder defensiv Support? Das ist bei Mew so eine Frage. Mew ist ein exzellenter Supporter, wenn man weiß, was man damit tut. Ja, weil man halt auch, wie gesagt, alle Möglichkeiten offen hat. Mhm. Aber hier wird es Mew aber zurückgerufen. Er zeigt nicht, er will diesen Sandsturm draußen haben. Auf jeden Fall. Ich frage mich aber gerade, warum. Ich sehe immer noch nicht, was so stark vom Sandsturm profitiert. Vielleicht wollte er auch einfach nicht das Toxin auf Mew kassieren. Gerade Mew wenn hat Synchro. Aber stimmt, ja, Synchro aber funktioniert trotzdem nicht gegen Stahl. Ja. Ich habe nichts gesagt. Also vergiftet wäre es trotzdem geworden. Ich hatte aus irgendeinem Grund im Kopf, dass Synchro über die Stahl-Resistance geht. Es gibt tatsächlich nur eine Ability, die über Stahl-Resistance geht bei sowas, und das ist Korrosion. Von Amphira, ja. Richtig. Das Pokémon, das man hypothetisch super gut mit Toxin spielen könnte, wenn es nicht offensichtlich besser wäre. Ja. Nee, jetzt ist halt das Despotar vergiftet. Was aber relativ egal zu sein scheint, weil er gemeint, dass Despotar sehr häufig auswechselt. Also er scheint das Ding wirklich als Hit-and-Run-Methode zu spielen. Ja, das Toxic staut halt jetzt nicht so viel Schaden an, wie es wahrscheinlich bei Mew hätte tun können. Hier wird es aber wahrscheinlich auch wieder aus Angst vor dem Erdbeben das Heatran rausgetauscht und gegen Mufasa eingetauscht. Kaum denn wir wieder dran sind, die ganzen Auswechselkämpfe. Tja. Ah, schön predicted.
Das war definitiv gut. Vor allem die Steinkante hätte dank Step und immerhin normaler Effektivität auch Heatran gut wehgetan. Mhm. Dadurch, dass jetzt Demeteros reingekommen ist, hat natürlich der Bedroher auch was ausgemacht. Denn ohne den Bedroher hätte die Steinkante jetzt ausgereicht. Und egal was jetzt passiert, Demeteros ist tot. Egal was passiert. Selbst wenn das auswechselt, ist es danach, wenn es wieder reinwechselt, ein Deathfaller. Ja, wenn es reinwechselt, ist es. Demeteros ist aus dem Kampf raus. Na, auch nicht unbedingt. Wenn er jetzt den U-Turn drückt und dann mit einem Safe-Switch das Demeteros reinbringt, hat er nochmal einen Move frei. Ja, gut. Das heißt, er kann nochmal einmal einen raushauen. Oh! Er entscheidet sich aber dafür, jetzt die Tarnsteine rauszusetzen und dann Demeteros aufs Bretter gehen zu lassen. Er nutzt die Support-Fertigkeiten, damit er im späteren Verlauf des Kampfes damit noch was tun kann. Intelligenter Move, würde ich sagen. Sicherlich auch nicht schlecht. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, jetzt auch in Barrys Team nicht mehr so viel, was richtig bösen Steinchenschaden bricht. Na, allein schon die Tatsache, wenn er gerne Demeteros raus und rein wechselt, ist halt gerade bei Demeteros ist relevant. Es schränkt natürlich die Switching-Capability ein. Hm. Aber es gibt Teams, wo die Tarnsteine wichtiger sind, sage ich mal. Jetzt sehen wir wieder den Deathfrosch. Ja, der Deathfrosch ist immer noch da und bedroht jetzt natürlich Dr. Bartfratze mit eigentlich allen Moves, die es haben kann. Er overpredicted. Geht es aber für die Finster-Aura, das sollte aber ausreichen aus der Range. Ich persönlich habe sogar wirklich jetzt Overprediction interpretiert gerade. Ja, weil und, wir sehen wieder hier den Freundschaftsakt. Auch sehr dominant auf diesem Turnier. Ja, definitiv, weil Ash Quadruzu auch einfach ein böses Powerhouse ist. Es ist halt faktisch eine gratis Mega-Entwicklung. Ja. Quasi, als Moxie. Quasi schon. Eine Mega-Entwicklung, die hinter Moxie, also Hochmut, versteckt ist. Ja. Und du kannst halt zusätzlich dazu noch ein gescheites Item tragen, sowas wie ein Wahlglas oder sonst was. Ich glaube, Wahlglas war auch das häufigste, was wir gesehen haben. Was auch definitiv keine schlechte Option ist. Allerdings, wenn es jetzt ein Wahlglas hätte, hat es gegen Despotan nicht so die besten Chancen. Ja. Denn ich glaube, aus der Range könnte das ein Wahlglas Finster Aura überleben. Es kommt halt drauf an, wer ist das auch, was Despota jetzt für ein Item trägt. Ja. Also es scheint ein Wahl-Item zu sein, von Wahlglas auszugehen. Ja. Die Frage ist jetzt, was hat Despota für ein Item? Oh, und da geht die Steinkante daneben. Der gute alte Stone Miss. Hm. Es ist kein Fokus-Miss, aber... Ja, aber es hätte jetzt auf Magierna auch nicht so bombastischen Schaden gemacht, sag ich mal. Es wäre guter Chip-Damage gewesen, klar, ohne Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es noch relevanter Chip-Damage gewesen wäre. Jeder Schaden ist relevant. Ja. Also, es wäre natürlich nicht viel gewesen, klar. Da kommt der Eisstrahl. Er geht jetzt hier nicht aufs Gedankengut. Und nicht auf die Lichtkanone, die hat vielleicht nicht mal... Wir sehen hier noch eine Steinkante und das ist ordentlicher Schaden. Das ist der Steinkanten-Crit. Aber überleg mal, auch ohne Crit wären das immer noch knapp 50% gewesen. Wenn die Steinkarte gerade eben getroffen hätte, wäre Magierna jetzt raus. Das stimmt. Ja. Das ich könnte überlege, tatsächlich sogar auch ein Wahlband sein von dem Schaden. Mhm. Ich überlege gerade, was die Dwemer-Sphäre für Items für Attacken hat. Wir haben eine Feenattacke gesehen, wir haben das Gedankengut gesehen und wir haben den Eisstrahl gesehen. Ja. Kann es sein, dass er keine Stahlattacke hat? Möglich ist es. Keine Lichtkanone? Möglich ist es. Ja, kommt das Sehen. Wir haben ja erstmal den Spezialangriffsboost natürlich. Ja. Und die Überreste noch. Wobei ich mich frage, warum Überreste, um ehrlich zu sein, aber ich bin komisch. Einfach für die zusätzliche Recovery nochmal. Ja, gut, ja sonst es kann man einfach durch Chip-Tamage drauf aufgehen würde. Außerdem kann es halt ein semi-defensives Set sein, einfach durch die Tatsache, dass halt das Gedankengut drauf ist, das halt speziell eine Menge aushalten soll. Hier kommt jetzt natürlich wieder das eingefrorene Visaflor rein. Ich glaube, das Match ist jetzt das war's. Auch nicht mehr umzustoßen, sage ich mal. Durch das Seelenherz jetzt Spezialangriff plus 2. Ja. Das ist eben wieder dieses Late-Game-Sweep-Potenzial von Magierna, was wir schon angesprochen haben. Ja. Was auch sehr häufig jetzt schon präsent war als wirkliche Problematik. Ja. Und die man sehr effektiv rumspielen muss, sonst ist das ziemlich eindeutig. Ja. So. Sonst ist echt gelaufen. Haben wir jetzt haben wir einmal einen verhinderten Typ gesehen, als das Ding einmal zum Laufen kam? Ich meine nicht. Wir haben, glaube ich, einmal einen fast 6-0-Sweep von Magierna gesehen. Ja. Ich meine, da ist es durch irgendwas Merkwürdiges noch besiegt worden. Ja, aber es war im Endeffekt dann auch egal in dem Sinne. Was mich jetzt noch interessiert, wie viel Schaden wird das? Oh! Wie Hex! Man hört das Publikum, die Hex sind, Nicht, dass es in der Situation was ausgemacht hat, aber...
Das Comedy-Potenzial. Das ist noch so das Salz in der Wunde. Ja. Also, es ist aber auch, das ist jetzt auch wieder sehr gefährlich vom Mindset her, weil wir dürfen nicht vergessen, im Best of Three ist das relevant von der Motivation her. Ja. Jetzt ist Barry, das Risiko ist jetzt, dass Barry demoralisiert an den zweiten Kampf geht. Das ist aber auch immer sehr stark von der einzelnen Person abhängig, glaube ich. Weil es gibt Leute, die sowas richtig mitnimmt, die dann einfach komplett am Boden sind und nicht mehr wissen, was sie im zweiten Kampf tun. Es gibt dann aber auch die andere Art von Leuten, die dann richtig nochmal aufdrehen und so nach dem Motto mit dem Rücken zur Wand und jetzt ab dafür. Was es auch gibt, ist jetzt Bazi, der überschwänglich ist, der könnte unvorsichtig werden. Das ist genauso. Richtig. Und das Lustige ist, ich erinnere an die Gruga-Liga, wo wir zum ersten Mal gemeinsam gehostet haben. Ja. Da gab es einen Kampf im Finale, das auch Best of Three war. Der erste Kampf war unglaublich dominant. Ja. Und dann hat der gewonnen, der den ersten Kampf verloren hat. Das Match. Ja. Einfach dadurch, im ersten Kampf lernt man sich kennen. Im ersten Kampf guckt man, wie spielt der Gegner. Andere. Genau. Und wer das besser verarbeiten kann, wer das besser auf seine eigene Taktik einstellen kann, der macht das Match auf Dauer. Deswegen, ja, vor allem dadurch, dass halt jetzt die Teams auch schon bekannt sind unter den Gegnern, wissen sie auch eher, wie sie aufeinander reagieren müssen. Das heißt, das zweite Match ist nochmal ein ganz anderes eigentlich als das erste. Die Teams und vor allem die Movesets. Ja, genau. So, wir sehen jetzt hier wieder die Aufstellung, genauso wie eben. Frage ist, leaden wir wieder mit demselben? Das ist die Frage. Es wäre natürlich jetzt möglich, dass wieder zwei Demeteros am Anfang dastehen, weil es einfach ein guter Lead ist. Ja. Ich wüsste ganz ehrlich gesagt auch nicht, warum man es nicht tun sollte. Man könnte predicten und Kajutsu reinpacken. Ja, aber jetzt gehen halt wieder die Mindgames los. Was macht der Gegner? Was kann der Gegner noch? Was habe ich noch nicht gesehen vom Gegner? Das ist der spaßige Teil am Pokémon. Richtig. Denn Barry hat sich relativ schnell festgelegt, vermutlich nicht groß Gedanken gemacht. Einfach Bauchgefühl. Ja. Kann auch funktionieren. Oder er hatte von vornherein schon einen Plan für solche Situationen. Ja. Wir sehen übrigens weiterhin von Barrys Seite aus einfach, weil es viel zu viel Aufwand wäre, den TS zu wechseln. Ja, das würde unnötig Zeit kosten. Eben. Weil auch wir wollen irgendwann mal nach Hause. Nein. Ja, du vielleicht nicht. Ich weiß ja nicht, wie schlimm deine Frau ist, aber ich schon. Magienna als Lead. Interessant. Ja, auch nicht schlecht. Gegen Quajutsu. Und Quajutsu. Wir sehen keinen Demeteros mehr. Was ist das? Das ist Pokémon. Gruselig. Mach, dass es aufhört. Und das auf der linken Seite da, das ist ein Frosch. Das auf der rechten Seite, das ist irgend so ein komischer Automat. Genug des Shit-Talks. Seien wir ehrlich, dafür seid ihr nicht hier. Ihr seid hier, um unqualifizierte Leute über Pokémon reden zu hören. Ich bin unqualifiziert für uns beide. Okay, dann brauche ich nicht mehr unqualifiziert sein. Das finde ich gut. Kannst du denn was anderes? Was anderes als nicht unqualifiziert sein? Nein, kann ich nicht. Was anderes als unqualifiziert sein? Nein, du hast es anders. Egal. Der Chat wird es klippen und uns irgendwann zuschicken. Wir sehen die Kehrtwende. Einfach nur, um den Chip-Damage zu bekommen. Ja, vor allem einfach, um auch einen Switch zu haben. Mhm. Man hätte natürlich auch hart switchen können, aber warum nicht, wenn man die Kehrtwende eh schon hat und man weiß, dass man schneller ist. Hier kommt jetzt selber das Magierna rein. Oh, der Donnerblitz. Den hatten wir im letzten Match noch nicht gesehen. Damit kennen wir das komplette Moveset. Ja. Keine Stahlstern. Ja. Keine Lichtkanone. Aber muss auch nicht zwangsläufig sein. Wir werden übrigens komisch von der Regie beobachtet. Die Regie soll uns was zu trinken bringen. Tja. Die Regie soll mir eine Cola bringen. Danke, Regie. So, jetzt sind wir wieder das Gedankengut. Also der Switch wurde predicted. Ja. Freie Runde wurde benutzt. Und jetzt ist die Frage, warte. Wir haben jetzt natürlich ein +1 auf Magierna schon drauf. Danke, liebste Regie. Regie, der gehört egal, er macht seinen Job. Er bringt mir was zu trinken. Er macht den Job, den er gar nicht hat. So muss das doch sein, oder? Wenn wir ihn einstellen, ich mag ihn, er gibt mir was zu trinken. Ich hätte auch gebraucht. Du musst halt schon was bereitstellen. Also so, wir sollten vielleicht mal wieder auf den Kampf eingehen. Ich leider warum? Da passiert doch nicht wirklich was. Noch. Aber es ist noch alles, es kann noch viel passieren. Also ich bin dafür, dass jetzt noch ein Eisstrahl kommt. Ja. Ist halt die Frage jetzt. Magierna hat schon +1 drin, da würde ein Eisstrahl auch schon ein bisschen Schaden machen und eventuell nochmal freezen, aber die 10%. Die Frage ist halt, seien wir ehrlich. Wie oft freezt man? Zweimal in Folge. Ah, er geht raus. Also er hat Respekt vor dem Erdbeben.
Ja, vor allem kommt auch wieder hier das Gedankenspiel in den Vordergrund. Kommt jetzt ein Egeldame oder sowas? Ist vielleicht noch ein Schlafbruder irgendwo im Set? Ich weiß gerade nicht, ob wir schon alle Moves gesehen haben. Durchaus legitim. Und da kommt der Egelsamen und geht natürlich ins Leere bei Tangolos. Jetzt allerdings muss Tangolos wieder Angst vor der Matchbombe haben. Wir haben die immer natürlich noch nicht das Ganze mit Magierna in Immunität gebracht wird. Das ist ja. Jetzt beginnt die heiße Phase der Mindgames. Ja. Weil ich glaube auch, wer hier als erstes verliert. Und da kommt die Matchbombe, Tangolos bleibt drin und es macht quasi nichts. Quasi nichts? Das war die Hälfte. Ja, aber nichts, was Tangolos nicht einfach wieder wegheilen könnte. Ja, es macht auf Tanks keinen relevanten Schaden. Andererseits ist dieses Erdbeben auch absolut irrelevant. Das stimmt. Aber gerade falls die Synthese gespielt wird. Ja, ja, aber es ist dafür, dass es ein Mega-Visa-Floor ist, finde ich schon sehr magerer Schaden. Es hätte sehr viel mehr sein können, theoretisch. Vielleicht ist es wirklich komplett defensiv ausgelegt. Das kann ich mir vorstellen. Möglich. Deswegen auch die Egelsame. Es spielt halt eher um den Chip-Damage rum. Ja. Ja. Aber da ist dann natürlich wieder so ein Problem mit Tangolos, was halt diese Egelsamen einfach aufsaugt. Und er geht wieder auf die Egelsamen in der Hoffnung, dass Tangolos rauswechselt. Vermutlich auf Magierna overpredicted. Ja. Mit dem Motto, der kann mir jetzt die ganze Zeit in der Matchbombe kämpfen. Die Matchbombe könnte natürlich auch immer noch vergiften. Das wäre gerade für Tangolos gar nicht so geil. Und wir haben bei Barty, glaube ich, kein Pokémon dabei, was Vitalglocke oder ähnliches beherrscht. Kein Status-Resetter. Ich glaube, theoretisch könnte Tangolos auf Aromatherapie, oder? Ich meine. Andererseits würde ich an dem Ding nicht schnuppern wollen. Es verströmt ein wohltuendes Aroma. Egal, wo es herkommt. THC! Du würdest auch nicht gerne von einem Relaxo rausgewirbelwindet werden. So viel dazu. Wir sehen hier Hitzi Spritzi gegen Blumi. Mit Bepflanzung. Beste Namen. Mit Bepflanzung. Ja, natürlich bepflanzt. Da wachsen Blumen auf dem Vulkan. Naja, wir dürfen nicht vergessen, Vulkanboden ist sehr nährstoffreich. Ja. Es gibt einen Grund. In dem Fall von Heatran sehr warm. Da kommt der Lavasturm mit der Trap. Ja, er wollte wieder trappen. Es war relativ klar eigentlich, dass da geswitcht wird, aber dadurch, dass jetzt getrappt ist, kann er auch ohne Probleme einen Konter reinwechseln, ohne einen Double-Switch fürchten zu müssen. Ist natürlich jetzt nicht so viel Schaden dadurch, dass durch den Sandsturm die Spezialverteidigung um 1 erhöht ist. Ja, und es ist halt nicht sehr effektiv, wenn ich mich nicht irre. Ja. Also der Schaden ist halt vorhanden, klar. Und es macht halt kontinuierlich den Schaden auch durch den Trapping-Effekt jetzt. Aber er kann halt nicht mit Heatran, selbst wenn er die Lichtkanone hat, wird er mit dem Heatran nicht sonderlich gut durch das Futter durchkommen. Klar. Deswegen, er muss switchen, die Frage ist auf was. Ja. Wie gesagt, er hat halt hier jetzt den Vorteil, dass der Gegner keinen Double Switch abziehen kann, was definitiv nicht schlecht ist. Und er schickt jetzt hier den Metaros wieder rein mit dem Drohr, was wir ja eben auch schon gesehen haben. Ist natürlich immer noch die Frage, ob vielleicht so ein random Eisstrahl da ist, aber die Steinkante, haben wir ja gesehen, macht auch guten Schaden. Auch wenn sie nicht krittet. Und immerhin trifft sie. Krittet, ja. Das also, ist doch schon mehr als ein Drittel, würde ich behaupten. Das ist, ja. Sollte ein easy 3-Hit-KO sein. Nur ungefähr 40%, würde ich sagen. Ja, könnte hinkommen. Das ist bei den Balken bei Sun Moon immer etwas schwer zu sehen. Mitbekommt in Ultrasun und Ultramoon ist dieses Farbgedöns weg. Okay, ich freue mich drauf. Ich mag es, je professionell, klinisch, steriler das Interface ist, desto besser, finde ich persönlich. Es ist halt besser abzuschätzen. Dann, eben, ja. Ich prefere die Übersicht. Wir sehen jetzt hier die Kraft von Eis in der Hoffnung, dass vielleicht das eigene Demeteros wieder reinkommt, wie es eben schon war. Overpredicted. Doppel-Steinkantentreffer. Gilt das als Hex? Nein. Nein, zwei Steinkantentreffer sind noch voll im Rahmen. Bei der dritten ist es Hex, bei der dritten hintereinander. Bei der dritten wird's knapp. Da kämen jetzt übrigens Dr. Ja, Bartwasser. Wenn jetzt wieder die Hidden Power Eis kommt, dann ist das zumindest gut predicted. Ne, es kommt die Kehrtwende, einfach um eine Antwort parat zu haben. Ist natürlich aber auch nicht schlecht, weil jetzt wieder Magierna reinkommen kann. Mhm. Oh! Aber will man das? Mufasa überlebt knapp mit einem ja. HP, denke ich mal. Um den Dreh. Es dürfte nicht viel mehr sein. Ich bin verlangt zu fragen. Und jetzt kommt hier wahrscheinlich. Jetzt kommt hier wieder das Magierna rein, was aber natürlich auch ein Problem gegen das Erdbeben haben wird. Natürlich. Was halt wieder lustig ist, wir haben wieder diesen irrelevanten Sandsturm.
Er ist halt absolut irrelevant, außer gegen die eigene hypothetische Synthese. Ja. Es ist halt echt traurig. Halt auf der anderen Seite kommst du halt, wenn du so einen Sandsturm-Despotar hast, auch nicht drumherum, es reinzusetzen. Mhm. Wenn du gerade ein paar Sachen abfangen willst oder sowas und auch die eigene gesteigerte Spezialdefensive ist natürlich auch ein sehr guter Grund, den Sandsturm zu spielen. Ich sollte anfangen, Anspannung-Despotar zu spielen. Einfach, wenn niemand damit rechnet. Aber dann hast du auch nicht mehr so gutes Defensivpotenzial. Jetzt kommt hier wieder der Eisstrahl, der bestimmt wieder freest. Ha? Nein. Nicht. Und aber der Despotar eine vorbei. Runde zu früh rein. Kein Sandsturm. Oder genau richtig. Wenn man den Sand selber nicht mehr haben möchte. Ja, gut. Das ist halt wieder so dieser Spagat, den man da eingeht. Mariana muss jetzt auf jeden Fall wieder raus. Das Erdbeben wartet. Wenn denn das Erdbeben da ist. Wir haben es noch nicht gesehen. Mhm. Und Akuto wird hier zurückgerufen und gegen Blumi eingetauscht. Ich denke im Predicted ein Double Switch. Ja, aber. Der aber nicht durchkommt. Jetzt. Und kein Freeze. Kein Freeze. Es wird schon vom der Audience hier immer der Freeze erwartet. Ja, inzwischen sind die Leute traumatisiert. Ja. Gerade nach dem Review. Sie sind frustriert, wenn es nicht einfriert. Ich glaube, das geht Barry nicht so. Ja, das glaube ich. Jetzt kommt Hitzi-Spritzi zurück in den Kampf. Und da haben wir die Bestätigung für die Synthese. Richtig. Deswegen frage ich jetzt ganz. Deswegen stelle ich jetzt wirklich diesen Despotar-Pick in Frage. Ganz offiziell. Die Sache ist halt, du musst auch irgendwie sehen, dass du viele Gegnerteams abdecken kannst. Und dann macht Despotar mit Sandsturm einfach einen richtig guten Job. Ja, klar. Weil du auch immer wieder den Chip-Damage durch den Sandsturm kriegst. Und da kann man das Ganze in Kauf nehmen, dass man diese eigene Synthese schwächt. Ist natürlich jetzt bei so einem Gegner, wo der Sandsturm eigentlich irrelevant ist, weil viele Stahltypen drin sind und Bodentypen und sowas. Das kannst du halt nicht vorhersehen. Und auf der anderen Seite kannst du halt auch nicht einfach zwischen den Matches sagen, ja gut, hier, Despotar, du hast jetzt einfach keinen Sandsturm mehr. Geht ja nicht. Hier kommt es wieder rein. Einfach um auch wieder mit der Steinkante eventuell einfach Druck zu machen. Und Hitzespritze geht hier auf den Delegator. Haben wir den schon gesehen? Ich meine, den Kampf noch nicht gesehen. Nein. Wir haben ihn in Kämpfen davor gesehen. Das ist möglich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Barry ihn schon gesehen hat. Frage ist jetzt, weiß Barry drumherum zu spielen? Ja. Das ist jetzt natürlich ein Problem, weil Hitzespritze jetzt einen Free-Angriff sowieso drin hat. Und es ist auch sogar noch schneller als Despotar. Kann jetzt hier also mit der Erdkräfte guten Schaden machen und mit dem Knirscher sollte Despotar aber in der Lage sein, den Sub zu brechen. Ja. 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 Okay. Ist halt immerhin Step und nicht resisted. Hitzi-Spritzi heilt sich halt immer ein bisschen gegen mit den Überresten. Ja. Macht halt Delegator setzen nicht so riskant. Ja. Frage ist jetzt, was tut er jetzt? Er kann jetzt nicht einfach die ganze Delegator-Knirscher machen. Das verliert er. Aber er hat ja gerade schon gesehen, dass er schneller ist. Das heißt, er kann jetzt theoretisch einfach auf die Erdkräfte gehen und Despotar rausnehmen. Ja, aber das weiß Barry. Sofern der Despotar drinnen bleibt. Das weiß Barry halt. Ich denke, darum wird Barry, denke ich, rumspielen. Ja. Bartfratze lebt noch? Bartfratze, es lebt noch alles. Wir haben 10 Minuten vom Kampf rum und es ist noch nichts gestorben. Es wird wieder einer dieser Kämpfe. Ja, aber ich finde, das macht auch einen guten Pokémon-Kampf aus. Es ist wirklich die erste Zeit gar nichts passiert und dann kommt so ein Schlag. Genau. Und dann geht es wirklich. Es ist halt im Prinzip Stück für Stück weiter runter. Immer die ganze Zeit auf einem Level, grob eben, und dann ist da eine Fehler da. Genau, es wird halt so lange umeinander rumgespielt, so lange umeinander rumgetänzelt, bis der erste Treffer sitzt. Ja. Und dann. Wir haben übrigens einen Double Switch. Ja. Die erwartete Erdkräfte wurde von Demeteros abgefangen und Nein. Double Switch. Ja, die erwartete Erdkräfte wurde von Demeteros angefangen, lass mich ausgehen. Okay. Und das von der Gegenseite erwartete, die von der Gegenseite erwartete Steinkante sollte jetzt natürlich Magierna dann tanken. Okay, so meintest du das. Okay, dann. Oder eventuell, wenn das Ding sogar gechoiced war, wäre ja der Knirscher gekommen. Mhm. Der Magierna auch davon aus, dass es gechoiced ist. Ja, also ich auch. Bei dem Schaden, den wir eben gesehen haben, müsste das eigentlich Walband sein. Jetzt kommt hier wieder Ultron rein. Freeze! Und es wird schon wieder der Freeze gefordert. Das Punkt. Ah! He jinxed it! He jinxed it! Ich geh dann mal! Ja, das ist unglaublich. Es ist unglaublich bitter. Vor allem, Magienna hat nicht Edelmut oder so. Barry sitzt nur da und schüttelt den Kopf. Ich sehe leider nur einen Kopfschütteln.
Ich sehe keins, aber ich kann es mir denken. Das ist. Vor allem, ich denke, Barzi will das nicht mal. Nein, Barzi möchte nicht fair gewinnen. Niemand wünscht sich sowas. Auch als Einsetzender wünschst du dir nicht, dass so viele Ice Beams einfach freezen. Mhm. Aber er kann jetzt natürlich sicher auf den Gedankengut gehen. Das gegnerische Magierner ist auch speziell. Ja. Kann da also auch nicht so viel machen gegen. Und die Sache, bleibt natürlich auch eingefroren. Es taut nicht auf. Die Sache ist halt, es sind trotzdem noch alle Pokémon auf Barrys Seite am Leben. Es ist jetzt nicht so, dass es so ultra over ist. Vor allem, es ist aber schon ein harter Einschnitt. Es ist ein harter Einschnitt. Aber ich persönlich habe das Gefühl, dass Blumi der relevanteste war. Ja, der ist auch eingefroren. Und solange Blumi... Gefährlich. Doppel-Setup hier. Ja, und solange Blumi im Spiel ist... Kann Barry das Ganze noch umreißen? Haben wir aber eben doch nicht den ganzen Pool gesehen. Dann hat tatsächlich die Dwemer-Sphäre keinen Feen-Move. Ja, aber woher kam... Ice Beam, Donnerblitz. Der Feen-Move war, glaube ich, von... Von dem anderen. Von Ultron. Stimmt, das kann sein. So kommt man durcheinander, wenn zwei gleich Pokémon auf dem Feld stehen. Hier kommen jetzt natürlich die Egelsamen, die dafür sorgen, dass Dwemer-Sphäre nicht so lange im Match bleiben kann, wie es gerne würde. Barzi ein bisschen unter Druck gesetzt, eindeutig. Ja, aber er ist halt auch immerhin schon auf plus 1. Plus 1 Special Attacks, plus 1 und Special plus 2 Defense. Speed. Und plus 2 Speed, ja. Und halbes Gewicht. Das ist aber in dem Fall eher irrelevant. Jetzt haben wir das plus 2 schon. Nicht, dass es Rambos einsetzt? Nein, eher nicht. Punkt 1, wir haben das Moveset gesehen. Punkt 2, Rambos, nein. Nein? Nein. Nein. Du wiederholst dich. Nein. Ich frage mich immer noch, warum man sich uns freiwillig anguckt. Ich weiß es nicht. Masochismus. Scheinbar. Ja. Definitiv. Nein. Gut, dass ich noch nicht getrunken habe. Gut, wir haben jetzt hier aber eine stark geboostete Dwemer-Sphäre. Quasi theoretisch. Zwei Falterreigen Intos und das macht schon ordentlich Schaden. Es macht, geht aber direkt auf die Synthese. Es macht mehr Schaden als Synthese. Ja, tatsächlich. Das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Ja. Es ist nicht viel, aber das sorgt dafür, dass Bisaflor nicht einfach kontinuierlich das ist irrelevant. Egelsam. Es ist irrelevant. Es heilt trotzdem mehr. Ja, aber wenn dann mal der Crit kommt, dann ist der zweite. Der Crit wird jetzt halt gefährlich. Ja. Oder der Freeze. Beschreiß nicht! Beflüsst das nicht. Dann kommt der Eisstrahl wieder. Können wir übrigens kurz sagen, dass Magierna eine unglaublich coole Animation hat. Und das hat das war eine High Roll. Okay, dann war das eine gerade eine High Roll. Das ist aber interessant, dass es eine Roll um die 50% rum ist. Sehr effektive Kraftreserve vorher, würde ich sagen. Ja, würde ich mal behaupten. Wobei, ich weiß nicht, ob vielleicht das Erdbeben sogar mehr machen würde. Ich bin mir relativ sicher, dass das Erdbeben mehr machen würde. Frage ist, hat er es? Gucken wir auf den schlauen Zettel. Der schlaue Zettel verrät es uns, aber wir verraten es den Zuschauern nicht. Auf der anderen Seite ist halt die Dwemer-Sphäre jetzt auch schon in einer Range, die echt gefährlich ist. Mhm. Und aus der Range, wo Blumi jetzt ist, kann der Ice Beam nicht killen. Hier kommt also nochmal ein Gedankengut, um vielleicht die Kraftreserve nochmal besser abfangen zu können. Die Sache ist jetzt halt... Mit dem Egel, also selbst mit dem Egelsamen und einer Kraftreserve müsste es den Angriff überleben. Die Sache ist jetzt halt, Barzi geht jetzt auf Risiko, dass er tradet jetzt. Er tradet Magierna gegen Blumi. Ja. Selbst wenn er mit Magierna Blumi besiegt, in 4-5 Runden ist er durch Chip-Damage besiegt. Da kann er nicht gehen. Es sei denn, er one-shotet immer. Der Egelsamen zieht ja nicht, wenn der Gegner nicht mehr da ist. Das ist jetzt die Frage. Die Sache ist, kriegt der Blumi in der Zeit einen One-Shot? Ich bezweifle es. Ich weiß es nicht. Wenn jetzt nicht der kommt, könnte es knapp werden. Aber er geht hier nochmal auf den Gedanken gut. Er haut jetzt wirklich einen raus. Er versucht jetzt, das Ganze zu One-Shotten. Weil einfach in der Situation ein Switch auch keinen großen Sinn mehr macht. Er ist bei plus 4 und plus 2 Init. Das Lächerliche ist, das ist immer noch kein Risikoplay. Es sind immer noch 5 Pokémon im Hintergrund. Ja. Inklusive 2 Mega. Ja. Also halt. Ja, Mega. Also ein quasi ein Pseudo-Mega. Außerdem ist der Freeze jetzt übrigens der Status, dessen Name nicht genannt werden darf. Nein. Es ist der Freeze. Würde normal laut sagen, ist nicht. Das ist jetzt echt eine gefährliche Situation. Ich kann natürlich verstehen, dass man bei so vielen Boosts das nicht einfach rausnimmt. Vor allem so wenig HP. Das wird jetzt interessant. Es wird nicht reichen, das ist klar. Ja.
Und da kommt diese These. Aber es ist trotzdem schon gefährlich viel Schaden, wenn da gleich ein High-Roll kommt. High-Roll oder Crit? Wir wissen nicht, ob das gerade eine Low- oder eine High-Roll war. Ich würde aber sagen, aber es wird, glaube ich, auch mit einer High-Roll jetzt nicht reichen. Mit einer High-Roll. Oder Low-Roll. Low-Roll. High-Roll, Low-Roll. Low-Roll ist Link Between Worlds. Ja, bestimmt. Habe ich noch nicht. Egal. Bestes 3D, bestes 2D-Zelda. Schande über dich. Das Spiel ist unglaublich gut. Das ist möglich. Das ist es. Fremdwerbung. Ist mir egal. Das ist ein Nintendo-Spiel. Der zweite Eisbogen kommt. Ja. Macht und natürlich nicht genug Schaden. Und jetzt wird einfach hier mit der Synthese gestallt, um mit den Egelsamen das Ganze zu beenden. Blumi gewinnt damit das Stall-Duell. Ja. Es kann aber noch, also es ist immer... Wir haben übrigens eine offizielle Namensänderung. Sehr schön. Ja. Chat, ich erwarte Clips von den Momenten. Ich erwarte, dass wir am Ende eine Clip-Montage zusammenstellen können mit den dümmsten Momenten dieses Turniers. Schön. Wir dürfen dann unglaublich unqualifizierte Kommentare bei sein und ganz viele Freezes. So, jetzt ist natürlich die Frage, crittet es? Nein, es war viel Schaden. Oh nein! 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 Oh mein Gott! Ich ziehe meinen imaginären Hut. Ja, sicher, dass er den hier nicht einfriert. Freeze Barzi ist back. Ja. Könnt ihr ihn doch in Freeze Barzi komplett umbenannt lassen? Ja. Oh nein, ey. Es ist unglaublich. Ja, ich bin da übrigens dafür, dass er es Magienna nach dem Turnier in Freeziana umnennt. Das ist halt echt bitter. Es ist unglaublich. Vier Freezes in zwei Kämpfen. Auch wenn der eine nicht wirklich singt. Ja. Aber vom gefrorenen Pokémon ins gefrorene Pokémon wechseln. Das ist bitter. Ja. Aber es bleibt halt jetzt gerade auch nicht viel anderes übrig. Er besiegt jetzt halt Magienna. Ja. Mit dem Egelsamen. Ja, ich weiß nicht, reicht der Egelsamen jetzt aus, ist die Frage. Wenn nicht, wäre das sehr traurig. Ja. Ah, okay. Gerade aber, so. Aber nochmal trotzdem, Magienna ist raus. Ja. Faktisch. Und, wer ist das? Und? Oh, aber schau mal, es hat doch den Seelenherzboost tatsächlich gekriegt. Ja, Seelenherz funktioniert doch passiv. Okay. Das musste ich zum Beispiel. Nur das Ashquire funktioniert nicht passiv. Alle anderen Sachen funktionieren passiv. Beast Boost glaube ich auch nicht. Moxie funktioniert passiv. Bei Beast Boost weiß ich gerade nicht. Das ist oder bestimmt nein, eine Sache, nein, die der nein, Chat nein, 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 nein. Moxie funktioniert auch passiv. Seelenherz ist, wenn ein Pokémon stirbt. Das kann auch ein Pokémon auf deiner Seite sein, oh, im Doppelkampf. Ja, okay. Das weswegen Heilopfer im Doppelkampf mit Seelenherz lustig werden kann. Ja. Weil dann opferst du dein eines Pokémon, wechselst ein volles rein und nebenbei boostest du dein Magierna. Oder du explodierst einfach nebendran. Ja, aber damit hast du das Risiko, dass du dein Magierna mit umbringst. Nicht, wenn du Protect einsetzt. Ja gut. Ja, das gute alte VGC mit Protect. Boom und dann ja. Im besten Fall hast du ein plus 3. Übrigens, apropos Ashgrenin, ja? Ja, wir sehen jetzt hier das Pseudomega. Des Frosch. Ich vergesse Greninjas deutschen Namen immer, Kajutsu, ne? Kajutsu, ja. Von vorne finde ich das Ding unglaublich cool. Ich hasse es aber von hinten. Weil es hat diese Stange. Dieser kleine Stift, der das Schuhregen aufmacht. Es sieht so lächerlich aus. Ja, irgendwie muss man es ja festmachen. Es ist halt nicht irgendein anderes Random-Spiel, wo die Waffen einfach so auf dem Rücken halten, ohne Halterung. Monster Hunter? Alles. Ich freue mich übrigens auf Monster Hunter. Ja, ich auch. Wir müssen Monster Hunter-Tournaments machen. Ich weiß nicht wie, aber wir müssen die tun. Speedrun-Tournaments. Nein, Speedhunts. Ja, hier geht Blumi jetzt auch drauf. Ja. Aber es war ja leider schon quasi dem Tode geweiht durch den Freeze. Ja. Vielleicht spürt es wenigstens dadurch keine Schmerzen mehr. Wer weiß, aber jetzt steht hier Quajutsu gegen Quajutsu. Der Death Frosch gegen meine Sünde. Ja. Die Sünde des Frosches. Will ich wissen, was es ist? Nein. Nein, will ich nicht. Keine Ahnung. Ich finde es schade, dass wir keine Shiny Frösche haben. Ja, aber geht ja auch gar nicht. Die ja, Freundesakt Shiny ist jetzt ja nicht. Ich weiß, aber ich mag den Frosch nicht. Hypopump reicht es natürlich nicht aus. Ist aber sehr viel Schaden für nicht. Ja. Es ist halt wahrscheinlich Glas, wie wir ja schon festgestellt haben. Ja, und klar. Mit dem U-Turn kann man halt hier jetzt ein bisschen Schaden machen, aber leider nicht ganz Hälfte. Jetzt muss hier Despotar reinkommen und klären. Ey, durch den Sandsturm wird es immerhin Hälfte. Ja, durch den Sandsturm ist es immerhin schon mal ein bisschen saferer Kill, sag ich mal, wenn noch eine Kehrtwende durchkommen könnte. Die Sache ist, trotz des Sandsturms reicht
die KP-Anzahl, die noch übrig bleibt, nicht aus. Für trotz Despota, nein. Trotz nein. des Plus 1. Auf keinen Fall. Einfach dahin. Das ist halt traurig. Despota hat halt leider auch keinen Prio-Move, den man da einsetzen könnte. Bazis, Hydro-Pumpen treffen auch alle. Ja. Also Bazi, ja, sicher. Fortuna ist auf seiner Seite. Ja, aber Hydro-Pumpe ist jetzt auch nicht so ein Move, der sehr häufig daneben geht. Das Ding hat immerhin eine 85 Base, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich meine auch. Ja. Und es ist schon ausreichend genau, sage ich mal. Das ist besser als Focus Miss. Es gibt einen Grund, warum Hydro-Pumpe sehr regelmäßig gespielt wird. Ja, auch nach dem Nerf noch. Jetzt kommt natürlich wieder die Sünde rein, in der Hoffnung, dass die Hydro-Pumpe mal daneben geht und der nächste Kehrtwendentreffer dann ausreichen kann. Das ist natürlich die Frage, wie Bazi da jetzt reagiert. Es ist halt immer die Frage, safe spielen oder high risk, high reward? Ja, aber er spielt safe, er holt Greninja nochmal zurück. Es ist ja immer noch geglast, es ist immer noch schnell, es ist immer noch in der Ash-Form. Und die Wasserschuriken machen jetzt natürlich dem Spinudi nichts. Ja, das sind, keine Ahnung, 2%, whatever, 2-3%, nicht 2-3% vielleicht, ja. Drei Treffer nur. Nicht so relevant. Ja. Sagen wir so, es ist alles noch im Bereich, wo der Regenerator das einfach wegheilt. Eben. Ich wollte gerade sagen, Regenerator, das Ding wechselt raus und es kommt voll wieder rein. Ja, eben. Unglaublich starke Fähigkeit eigentlich. Ja, definitiv. Auch meiner Meinung nach häufig unterschätzte Fähigkeit. Weil schnell mal übersehen. Ja, was meiner Meinung nach viele Leute übersehen, dass auch viele offensive Pokémon diese Fähigkeit gut gebrauchen könnten oder können. Siehe sowas wie Mishu. Was ich dabei faszinierender finde, ist das Äquivalent für Status innere Kraft auf sowas wie Starmie. Ja. Das ist auch immer wieder schön. Ja, auf jeden Fall. Hier kommt jetzt erstmal Mew rein. Bekommt den Abschlag ab. Ja, in der Hoffnung, da vielleicht noch ein bisschen Schaden machen zu können. Ich will seinen Moveset sehen. Ich bin bei dem Mew echt neugierig und ich will dabei nicht auf den schauen Zettel drauf. Der spoilert. Danke. Okay, Mew kommt wieder zurück. Die Sünde kommt wieder rein. Ich darf einfach keine Ansprüche stellen. Nein, natürlich nicht. Und Bazi holt hier aber auch Spinudi zurück und holt Hitzespritzi wieder rein. Was natürlich jetzt für Trajutsu ein super Matchup ist. Ja, klar. Der Sandsturm ist auch wieder raus, weil ja. Die kann natürlich nicht passiv besiegt werden. Ja. Entschuldigung. Ein gutes Matchup jetzt für Kojutsu. Ich hoffe auch nochmal die Möglichkeit für Barry in das Match zurückzukommen. Mhm. Denn so ein Freundschaftsakt, so ein Ash-Kojutsu kann schon jetzt noch böse durchs Team durchgehen, sage ich mal. Vor allem, nehmen wir das Speedtail-Szenario. Ja. Es kann halt... Er geht hier auf die... Da ist die Overprediction. Ja. Das ist traurig. Die Frage ist, was hat er jetzt erwartet? Hat er jetzt Kojutsu erwartet? Ich denke. Dann wäre die finster Aura auch keine bessere Option gewesen. Ich denke, er hat. Schlauer Set, was ist noch übrig? Ich denke, er hat Latios erwartet. Ja, er musste halt auf eventuell sich auch choicen auf irgendwas, was reinkommen könnte. Und wenn Latios noch da ist, kannst du natürlich keine Hydro-Pumpe drücken. Mhm. Jetzt kommt wieder hier Dr. Bartfratze. Und bedroht das Hitzespritzi, aber ich glaube nicht, dass Hitzespritzi da drinnen bleibt. Und wenn, dann ist es ein notwendiges Opfer, um einen Safe-Switch zu kriegen. Ja. Er bleibt tatsächlich drin. Er bleibt drin, geht auf Lavasturm. Um einfach nochmal ein bisschen viel Chip-Damage zu machen. Ich wollte gerade sagen, das ist kein Chip-Damage mehr, das ist solider Schaden. Das ist ordentlicher Schaden. Und jetzt kommt aber dann natürlich das Erdbeben und nimmt Hitzespritzi aus dem Spiel. Das war ja klar. Der Schaden ist nicht zu unterschätzen. Das war ein sehr, sehr schöner Suizidakt noch am Ende. Ja. Das war gut gespielt. Vor allem ist Demetros jetzt in einer Range, wo Kojutsu mit der Wasserschuriken eigentlich safe das Ding rausnehmen kann. Denn du hast in der Ash-Form ja immer drei Treffer und eine verstärkte Wasserschuriken. Mhm. Und was halt auch noch wichtig ist, er hat das. Ich kann keine Pokémon-Namen mehr. Das Heatran hat er nicht mehr gebraucht. Es gab kein Pokémon mehr, wo für Heatran nötig gewesen wäre. Das stimmt. Er geht jetzt hier aber auf die Finster-Aura statt die Wasserschuhe. Falls Mew reinkäme. Wenn er sie überhaupt hat. Genau, falls Mew reinkäme und er muss sich ja immer noch auf irgendwas glasen. Und Flinch. Ist auch noch ein Ding. Und der Flinch ist noch ein Ding, aber das wollen wir nicht hoffen bei den zwei Freezes schon im Match. Ich glaube nicht, dass jetzt noch ein Flinch so viel ausmacht. Das muss jetzt nicht mehr sein. Das Einzige, weswegen ich gegen Flinch bin, ist, ich will dieses Mew-Set sehen. Ich bin da ultra neugierig. Ich weiß nicht, ob Mew jetzt einen Angriff überlebt, denn es ist halt Glas, es ist sehr stark, es ist Stab, Mew. Und Mew ist hinüber. Damit haben wir dann unseren ersten Finalisten. War das Match. Ja. Pokebazi gewinnt 2-0 gegen Barry. Mit Freeze-Bazi. Freeze-Bazi.
Übrigens, das Mew-Set wäre gewesen, auf Lockern, Ruheort, Irrlicht und Eisstrahl. Auch ein sehr schönes Set. Support. Ja. Sag ja, Support Mew ist... Ich mag Support Mew. Ich mag allgemein diese ganzen starken Pokémon in Support-Rollen. Ja. Finde ich halt immer wieder so ein schönes... Und Mew ist halt einfach auch so ein Tierchen, da erwartest du einfach von der Optik her nicht, dass das so viel tanken kann. Ja, selbiges hatten wir auch mit Celebi. Genau. Die haben ja auch die gleichen Werte, aber diese Basis 100 überall ist einfach so unglaublich wertvoll teilweise. Ja, da merkt man halt auch, was EVs ausmachen und ein Wesen. Ja. Wie sehr sich ein Pokémon einfach nur durch die Art, es zu trainieren, ändern kann. Ja, genau. Okay. Ich glaube, wir haben dann jetzt... Das nächste Halbfinale steht, glaube ich, an. Genau, wir haben den Raum freizugeben. Unsere Nachfolger stehen schon in den Startlöchern. Wollen wir doch mal verlauten.